Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal stickerpoint.de und heute öffnen wir was Neues, was wir noch nicht geöffnet haben auf unserem Kanal. Den einen oder anderen wird es vielleicht sehr interessieren und zwar haben wir hier Magic Attacks, nee, Turbo Attacks heißt es, Entschuldigung, von Topps, Turbo Attacks, das Sammelkartenspiel zur Formel 1 und wir haben hier so ein. Wie nennt sich das? Ja, gute Frage. So ein 25-Karten-Booster und eine goldene limitierte Karte. Mit einer limitierten Karte, die ist garantiert. Von Carlos Sainz. Genau, wir haben so einen Booster. 25 Karten sind dort drin. Wir haben hier eine Mega-Sammeldose, nennt sich die. 40 Karten, eine garantierte goldene limitierte Karte von Sebastian Vettel. Den kenne ich. Und 15 exklusive Karten. Da bin ich auch mal gespannt, was das sein soll. Kostet 12,99. Das Booster kostet 4,99. Und wir haben hier, das ist ein bisschen sehr groß, das TurboTex Starterpack mit Sammelordner und hier so ein. Päckchen, da ist auch so eine Goldkarte von Fernando Alonso, den kenne ich tatsächlich auch noch. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch einfach mal an, das aufzumachen. Ja, bitte, wenn wir hier die große Formel 1-Fans haben, verurteilt mich nicht für meine Kenntnisse, weil ich habe keine. Ich kenne so den ein oder anderen Fahrer noch, die, ja, sag ich mal, von früher noch da sind. Oder halt ja die Bekannten, sage ich mal. Und ja. So, Plastik kommt an die Seite. Okay, was haben wir denn hier alles? Okay. Ich lege das mal kurz hier rüber und wir gucken uns das Stück für Stück an. Wir haben hier ein TurboTax Trading Card Game, das ist so ein riesen Plakat. Ah! Das ist eine Liste mit zum Abkreuzen. Also zum Abhaken, welche Karten man hat. Die Cardlist quasi. Geht allerdings nur bis 132. Aber es gibt, glaube ich, 200 plus Karten in dem Set. Aber gut. So eine Abkreuzliste mit so einem schönen Design. Sieht eigentlich ganz nett aus. Was haben wir hier noch drin? Ja, natürlich den Sammelordner. Den brauche ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Kann man seine Karten dann reinmachen. Hier haben wir eine Topps-Spielanleitung. Schauen wir uns die auch mal an. So, ein bisschen Informationen zu Formel 1. Dann, was gibt es für Produkte? Kartenpäckchen, 10 Karten pro Päckchen, sind kostet 2 Euro. Die Mega-Sammeldose, die haben wir hier. Die Mini-Sammeldose gibt es noch. Eco Blister Pack heißt das Ganze, was wir hier haben. Hier unten sieht man es. Eco Blister Pack. Genau. Und das Starter Pack. Und dann gibt es noch ein Multipack. Also viele verschiedene Produkte. Findet ihr natürlich auch alle bei uns im Shop. So. Halte deine Augen nach diesen genialen Karten offen. Super Talentkarten. Topps Formel 1 Auszeichnung. Live-Action. Renn-Super, Star-Karten, Formel 1 Rookie, tolles Qualifying. Halte die Augen auch nach Rookie-Rückblende-Karten offen. Okay. Rookie Flashback Sergio Perez. Okay. Wie Formel 1 TurboTax gespielt wird. Ich verteidige mit Bremsen. Ich muss angreifen und wähle überholen. Okay, das werden wir dann wahrscheinlich auf den Karten sehen. Gehe ich jetzt aber auch nicht genau darauf ein. Lewis schreibt Geschichte. Das ist über Lewis Hamilton. So, Formel 1 Kalender, okay. Das ist natürlich auch sehr cool. So, jetzt hatten wir gerade heute war der große Preis von Österreich. Wenn mich nicht alles täuscht und ich das vorhin richtig mitbekommen habe, hat das Verstappen gewonnen. Ich glaube, Max Verstappen hat gewonnen. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Also verurteilt mich da auch nicht. Dann haben wir noch Teamchefs. Strategiekarten sind hier mit dabei. Formel 2 ist die Stars vom Morgen. Haben wir hier auch ein paar Karten mit dabei. Ehrengalerie.
Okay. Die meisten Grand Prix Starts. Kimi Räikkönen. Ja, das sind so Namen, die mir was sagen. Kimi Räikkönen, Alonso, Schumacher, den kennt natürlich jeder. Jenson Button. Schau mal kurz, ob ich hier noch irgendjemanden kenne. Schumacher, Nico Rosberg, ja, den kennt man natürlich auch. Ja. Also ich sag mal, als ich das letzte Mal aktiv ein Formel-1-Rennen geschaut habe, da hat Fernando Alonso, ist da glaube ich noch für Renault gefahren. Das waren so hellblau-gelbe Autos. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch. So, was haben wir hier? Okay, das sieht aus, das ist so ein Spielfeld, wo man dann seine Karten quasi ablegen kann. Das kriege ich jetzt gar nicht so richtig hier drauf. Also eine Spielunterlage für das Kartenspiel, also wenn man es tatsächlich spielen möchte. Und hier haben wir noch die Rückseite. Ah, die Fortsetzung der Cardlast. Ah, ich glaube, das sind die Deckblätter für den Ordner. Die kann man dann noch in den Ordner reintun. Und dann kann man das da drin abhaken, was da in dem Ordner drin ist und was nicht. Okay, sehr nice. Und dann haben wir hier noch so ein Päckchen. Das machen wir jetzt einfach mal auf. Mit ein paar Karten drin. Unter anderem hier diese Fernando Alonso-Karte. Wie sieht man das am besten? Ist das Licht nicht so blendet? Fernando Alonso Gold Limited Edition. 92 Defense, 81 Attacke. Okay. Ich würde sagen, wir packen die einfach mal in das Sleeve. Einfach mal in eine Hülle packen. Sieht nicht schlecht aus, die Karte. Kann man mal einpacken. So, dann haben wir hier. Wir drehen das mal um. Okay, ich glaube, das sind die guten Karten. Das heißt, die mache ich mal nach hinten. So. Wir haben hier. Was haben wir denn hier? Alpine Formel 1 Team oder Alpine. Ein Fahrzeug auf jeden Fall. Dann haben wir Daniel Ricciardo. Fernando Alonso. Formel 1 Rookie Flashback First Season 2017. Antonio Gio. Ich kenne den Namen nicht, deswegen. Dann haben wir hier den Rennpartner von Mick Schumacher. Dann haben wir Roy Nissany, Formel 2 Racer. Dann haben wir eine Karte von Lewis Hamilton, Formula 1 Türkisch Grand Prix Live-Action-Karte. Sieht auch sehr cool aus. Dann haben wir, ist das Engine Failure? Okay. Motorschaden. Ja. Strategiekarte. So, Formel 1 Speedster Carlos Sainz vom Ferrari-Team. So, dann haben wir hier, was ist das? Alfa Romeo Racing. Ah, das ist so eine Infokarte. Ah, okay. Alfa Romeo Racing, so eine Teamkarte. Dann haben wir Alpine. So, dann haben wir eine Actionkarte von einem Formel 1 Wagen. Ferrari. Vom Ferrari Wagen. So, Pierre. Gas, es tut mir leid, keine Ahnung. So, dann haben wir hier noch so eine Fotocard. Sieht aus, als würde das dann so ein großes Bild ergeben. Also gibt es wahrscheinlich noch einen Teil, der hier unten dran gehört. Dann haben wir hier Corlin, Carlin, Formel 2 Team. So, dann haben wir hier noch einen Formel 2 Racer. Aus Brasilien, Live-Action, Lewis Hamilton, Formel 1 Grand Prix, nee, Gran Premio dell'Emilia Romagna. So, Gearbox Failure, eine Strategiekarte. Und hier haben wir Nicolas Latifi, Race Superstar. Und Kimi Räikkönen, Race Superstar. Einmal von Williams Racing und von Alfa Romeo. Sehr coole Karten. Ja, sind jetzt wahrscheinlich nicht die wertvollsten Karten, aber sehen auf jeden Fall nicht schlecht aus. So. Auch die packen wir natürlich in das Sleeve.
So, Freunde, wenn ihr auch Sleeves sucht für eure Sammelkarten, kann ich euch nur empfehlen, mal den Link im Shop abzuchecken. Dort kommt ihr nämlich direkt auf unsere Stickerpoint Soft Sleeves. Das sind nämlich die, die ich hier benutze. Das sind so Penny Sleeves. Auf jeden Fall sehr gut, um eure Sammelkarten zu schützen, jeglicher Art. So passen so gut wie alle Sammelkarten tatsächlich rein. So, die Karten hier. Lege ich einfach mal an die Seite, die kommen dann in die Tinbox rein, also in die Metalldose. So, die lasse ich mal hier liegen. Und ich würde sagen, als nächstes öffnen wir hier das Eco Booster. Eco Blister heißt es ja. Bin mal gespannt, was hier drin ist. Ah, da sind noch Ah, okay. Gut. Hier sind. Okay, hier ist ein Booster mit den limitierten Karten und zwei normale Booster. 25 Karten, eine goldene limitierte Karte. Okay, das heißt, hier sind, glaube ich, 10 Karten pro Booster drin. Das heißt 20 und hier haben wir so 5 limitierte. Ich weiß nicht, ob das die sind, die hier hinten drauf sind. Also genau die gleichen. Wir werden es jetzt herausfinden. Die heben uns aber, glaube ich, für den Schluss auf. Hier schauen wir uns mal die Booster an. Okay, man kann hier vorne durch die Booster durchgucken. So ein bisschen. Was haben wir denn hier auf den Boostern drauf? Ja, genau. Hier seht ihr, was ich vorhin schon angesprochen habe. 200 reguläre Karten, 20 Holo-Karten, 18 Mirror-Foil-Karten, 12 Mirror-Foil-Karten in Gold, 4 Rainbow-Karten und 5 goldene limitierte Karten, eine pro 22 Päckchen. Kann man hier drinnen ziehen. 259 Karten enthält das ganze Set. Das ist ordentlich. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in das Booster und schauen, was wir hier so für Karten drin haben. So, den haben wir eben schon gezogen. Lando Norris vielleicht. Quality Qualifier. Fährt für McLaren. Le Clark. Aber es ist echt so traurig. Der fährt für die Formel 1. Scheint jetzt von den Werten her. Für die Formel 1, genau. Fährt in der Formel 1 für Ferrari. Scheint jetzt von den Werten her nicht so der beste Fahrer zu sein. Weiß nicht, ob das Formel ist, das Ferrari-Team im Moment noch so vorne mit am Start oder eher nicht mehr so. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, hier haben wir Esteban Ocon, Alpine, Formel 1-Team, Formel 1 Speedster. So, hier haben wir noch ein Fahrzeugteil. Ein Formel 2-Racer. Auch ebenfalls aus Brasilien. Dann haben wir hier einen indischen Formel 2 Racer. Daruvala. Daruvala. Dann haben wir George Russell Williams Racing Formel 1 Speedster Karte. Seht ihr die überhaupt alle richtig? Ich hoffe. Dann haben wir. Das ist. Okay. Ist das Verstappen? Fährt der für Red Bull? Ich weiß es nicht. Leute, wir gucken mal auf diese Liste, die ich hier habe. Karte Nummer 8. Wo habe ich es? Karte Nummer 8. Das ist. Ah, Formel 1 Drivers Puzzle 8. Ah, perfekt. Ja, die Karte ist das. oh, das war's schon mit dem Booster. Okay. Aber ich habe mir schon richtig gedacht, das sind so 9 Karten. Die ergeben dann, wenn man die in den Ordner tut, auf der ganzen Seite so ein Bild. Ja, wo dann bestimmt alle Racer drauf sind. Alle Fahrer. Coole Idee auf jeden Fall. So, öffnen wir das zweite Päckchen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir. Oh, okay. Spielanleitung auf Deutsch und auf Polnisch. Bei Standardsprachen eigentlich. Aber Spielanleitung gibt es in manchen Boostern noch mit drin. Das ist auch sehr cool.
So, hier haben wir Lando Norris, Live-Action, Formula 1, großer Preis der Steiermark. Oh, hier haben wir eine Lewis Hamilton-Karte. Das ist dann Mercedes. So, hier haben wir Sergio Perez, 2011 Formel 1 Rookie Flashback, First Season in 2011. Mexikaner, fährt für Red Bull. Ist jetzt scheinbar auch nicht mehr so der Beste. Aber gut. Dann haben wir Lance Stroll. Fährt für Aston Martin, wenn ich das richtig sehe. Formel 1 Türkisch Grand Prix, Live-Action Card. Dann haben wir Pierre, wer noch immer. Quality Qualifier. Fährt für Alpha Tauri. Haben wir einen Norm-Franzosen, der fährt für ART Grand Prix, Formel 2 Racer. So, wir haben hier noch ein Fahrzeug. Keine Ahnung, welches Team das ist. Ah, McLaren. Okay. Ein Schiss drauf, McLaren. So, dann haben wir Valtteri Bottas, der fährt für Mercedes, Teampartner von Lewis Hamilton. Und dann haben wir die blaue Flagge als Strategiekarte. Und, oh, Mick Schumacher, Formel 2 Champion 2020. Die Karte sieht echt cool aus. Und mein Fahrer, den ich kenne, Mick Schumacher. Nicht schlecht, nicht schlecht. Formel 2 Champion. Der Gute. So. Ja, der kommt in eine Sleeve. Nächster Hit. Aus dem normalen Päckchen. Das ist wichtig. Normales Päckchen. Hit aus einem normalen Booster. Nicht aus den Special Boostern, die hier dabei sind. So, jetzt öffnen wir die limitierten Karten. Da bin ich mal gespannt. Da müsste ja dann auch die Goldkarte drin sein, die hier garantiert mit drin ist. Und die Ölflagge. Oil Flag Strategiekarte. McLaren Formel 1 Team. So, das ist Aston Martin, ne? Von der Farbe her. Ja, Aston Martin Formel 1 Wagen. Yuki Tsunoda. Vielleicht. Und dahinter Kimi Räikkönen. Formel 1 Speedster. Ja, und da ist die Carlos Sainz Gold Limited Edition Karte. Der Spanier hier im Dress von Ferrari als Goldkarte. Wahrscheinlich auch keine wertvolle Karte, wenn die in jedem dieser Eco-Blister mit drin ist. Wird sie wahrscheinlich geben wie Sand am Meer. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben eine schöne Goldkarte. So, die Karten kommen auch hier hin. Das war es dann auch schon mit dem Eco-Blister. Kurz den Müll ein bisschen sortieren. So. Und dann haben wir noch zu guter Letzt diese Mega-Sammeldose. Raus aus der Pappverpackung. Mega-Sammeldose. Sieht echt nice aus. So, oh, okay. Hier sind 55. Okay. Also hier sind keine Booster drin. Ich lege jetzt mal die Karten da rein. Und mach die Dose mal wieder zu. Ja. Schöne Dose zum Aufbewahren eurer Sammelkarten. So. Wir sehen hier schon mal zwei Goldkarten. Sebastian Vettel. Was öffnen wir denn als erstes? Wir malen mal das mit dem Vettel als erstes auf. Plastik ab. Hier haben wir sie. Sebastian Vettel Gold Limited Edition. Auch ein Sleeve. Mich würde mal interessieren, ob diese Goldkarten, also diese limitierten Karten und so weiter hier, ob die zu dem normalen Set dazugehören, also zu den 259 Karten dazu zählen, oder ob das einzelne Karten sind. So, wir haben dann hier Home Comforts, Formula One Gran Premio de España, Fernando Alonso. Ah, da geht es um. Ah, okay, da geht es um die Strecken.
Heimatstrecken quasi. Hier nochmal Carlos Sainz, natürlich dann auch Spanien. Grand Prix du Kanada. Lance Stroll. Dann haben wir hier Nicolas Latifi, der auch in Kanada unterwegs ist. Esteban Ocon in Frankreich, Grand Prix de France. Der nächste Franzose, Pierre Gasly. Gasly, ich weiß es nicht. So, dann haben wir Lewis Hamilton. Wir haben hier scheinbar nur solche Karten drin. Lewis Hamilton, Großpreis Preis von England. Lando Norris, auch British Grand Prix. Noch ein Brite, George Russell. So, Max Verstappen, Formula 1, Formula 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort. Da war ich tatsächlich schon mal an der Strecke. Da war aber auch kein Rennen, sondern einfach nur so. So, dann hier Giovinazzi. Antonio Giovinazzi. Mit dem großen Preis von Italien. Nikita Mazepin. Mit dem russischen Grand Prix. Yuki Tsunoda mit dem Grand Prix in Japan. Sergio Perez Grand Prix in Mexiko. Und Daniel Ricciardo mit dem Grand Prix in Australien. Okay, also das war dieses Buch dann nur so Heimatkarten quasi. Auf jeden Fall sehr interessant. So, dann haben wir jetzt das zweite Päckchen hier. Uns auch schon zwei Goldkarten anlächeln. Ich weiß wirklich nicht, ob die Karten, die man hier in diesem Spezialpäckchen, sage ich mal, bekommt, unterschiedlich sind. Oder ob das immer die gleichen sind. Weil wenn das immer die gleichen sind, dann müsste man ja rein theoretisch nur eine Box kaufen. Das wäre ja auch Quatsch. Wir haben hier auf jeden Fall die Goldkarte von Max Verstappen und von Valtteri Bottas. Supreme Skill Braking und Supreme Skill Overtaking. Also Überholen und Bremsen. Und das heißt Supreme Skill. Ah, okay, weil die dann eben an dieser einen Sache 100 haben. Also hier, der hat jetzt quasi beim Überholen oder was 100. Und der hier hat beim Bremsen 100. Okay. Machen wir auch mal Sleeves drum. So. Schöne Karten auf jeden Fall, glänzen sehr stark. Okay. So, dann haben wir. Jetzt haben wir wieder normale Karten. Nehmen wir ist das Latifi? So, Valtteri Bottas. Großer Preis von Österreich. Aston Martin. Cognizant Formula One Team. Nicolas Latifi vom Lance Dietzer. Dann haben wir hier Orlin, das als Team. So, ein Formel 2 Racer, noch ein Formel 2 Racer. Mazepin. Das müsste der AMG, ja, das ist Mercedes. David Beckmann, Formel 2 Racer. Hier haben wir die Teamkarte von Aston Martin mit Sebastian Vettel. Von Alpha Tauri. Hier haben wir ein Fahrzeug von dem Alpine F Formel 1 Team. Oh, wir haben eine Sebastian Vettel Formel 1 Rookie Flashback Karte, sondern 2007. Also jetzt auch schon 14 Jahre bei der Formel 1 dabei. Hier nochmal Sebastian Vettel. Giovinazzi Formel 1 großer Preis der Eifel. Alfa Romeo Racing Orlen. Carlos Sainz und Leclerc, Charles Leclerc, Formel 1 Team Duo. So, Formel 1 Team Duo Raikkonen und Giovinazzi. Lando Norris, Formel 1, Carlos Sainz. Hier nochmal Raikkonen, Williams Racing, Lance Stroll. Pierre Gasly, Esteban Ocon,
Dann Williams Racing. Colleen. Colleen, Carlin. Dann haben wir den Formel 2 Racer. So, hier haben wir das Red Bull, nee, Hightech GP. Ah, das ist das Red Bull Team der Formel 2. Okay. So, Lewis Hamilton und Bottas. Ist das Bottas? Ja, ich glaube, ich meine Bottas, ja. Formel 1, Slow Pit Stop mit Lewis Hamilton. Oh, hier haben wir wieder Special Cards. Fernando Alonso Race Superstar. Esteban Ocon Race Superstar. Charles Leclerc als Race Superstar. Und Nicolas Latifi als Supreme Starter Runner Up. Okay. Was auch immer das alles für Titel sind. Und oh, dahinter haben wir Lewis Hamilton, Fastest Lap Winner, Tops Formel 1 Awards. Okay. Ja, nochmal 5 Holo-Karten, würde ich sie jetzt mal nennen. 1, 4, 5 Sleeves. Ja, Freunde, ich sleeve die Karten noch ein. Das war das Formel 1 Opening. Topps Turbo-Tex-Karten. Wenn ihr die auch öffnen wollt, weil ihr sagt, Formel 1, das ist mein Ding, muss die Hülle jetzt hier, da. Dann schaut gerne im Shop vorbei. An sich fand ich es ganz interessant. Wenn hier irgendwas Gutes dabei war, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung davon. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo da. Und um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr nochmal Formel 1 sehen wollt, vielleicht irgendwas anderes noch, ein Display oder so mit 24 Boostern, irgendwas, schreibt es gerne einfach in die Kommentare. Dann werden wir gucken, dass wir das auch öffnen können. An dieser Stelle habe ich euch jetzt fast eine halbe Stunde belästigt. ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.